Oh Mann. Oh Mann. Kommt mit den anderen mit. Beweg dich. Nächster. Du, sei brav, oder ich verspreche dir, dass du den Rest deines Lebens humpelst. Ein Hitzkopf, was? Hier wird Abschaum, wie du schnell lernen, ruhig zu bleiben. Spar dir die Energie für die Arbeit. Die wirst du brauchen, wenn du nicht während der Arbeit tot umfallen willst. Meister, dieser hier trägt das Zeichen der Blutkiefer. Wenn er sowieso durch die Arbeit umkommt, wäre er dann nicht ein guter Kandidat für die Reihe? Ein weiterer Blutkiefer? Gut, es brachte Spaß, dem anderen zuzuschauen. Und dieser hier scheint Potenzial zu haben. Verfluchter Verräter! Ich hoffte, du wärst draufgegangen. Gut, Blutkiefer. Du willst Ärger, dann ist die Reihe richtig für dich. Ein Kampf bis zum Tod. Und ich will Blut sehen, Grünhaut. Gib uns eine Vorstellung. Kämpfe wie ein Löwe und enttäusche uns nicht. Bringt ihn weg. Bist du taub? Oder willst du meinen Knüppel spüren? Los, nee, den Knüppel will ich nicht spüren. Weißt du, was jetzt passiert? Sie haben uns Waffen gegeben, um sie zu unterhalten. Ein Kampf bis zum Tod in den Straßen des Morast. Sei still. Ich werde dich nicht umlegen, wenn es das ist, was dich beunruhigt. Das wäre mir lieber. Aber ich glaube nicht, bis zum Ende zu überleben. Der Abschaum wird mich vorher kriegen. Ich bin schon so lange hier. Ich bin erschöpft. Wenn du so lange hier bist, kennst du bestimmt Marlock. Ich befürchte ja. Ein Verräter des Archivar. Du musst ihn beim Herkommen gesehen haben. Der Archivar entscheidet hier über Leben und Tod. Marlock berät ihn dabei. Jener ist zu alt. Dieser ist noch gut für die Räder. Ein echter Hund. Und so wird er sterben. Was hat er dir getan? Ist persönlich, nicht wichtig. Werde ihn aber kriegen. Der Archivar sprach von einem anderen Blutkäfer. Weißt du, was ihm passiert ist? Ja, es ist nicht lange her. Sie haben ihn auch in die Reihe geschickt. Er war großartig. Nichts konnte ihn aufhalten. Dann ging eine Horde Orkwächter auf ihn los und machte ihn nieder. Sie haben ihn getötet. So ähnlich wird's dir hier jetzt auch ergehen. Sie sind zwar Orks, aber keine Brüder. Dann gibt's nur noch einen weiteren Blutkäfer, ne? Wenn ich richtig mitgezählt habe. Das waren eins Grün heute, so wie ich. Ihr Schweine! Was ist das überhaupt für ein dämlicher Knüppel? Damit kann man doch nicht kämpfen! Na gut, man kann schon, aber... Naja.
Ein guter Kampf sieht anders aus. Im wahrsten Sinne. Mann, Mann, Mann hier. So. Oh, oh. Okay, der Ork darf leben. Hat ja auch seine Vorteile. Komme ich da lang? Ja, nirgendwo hin. Okay. Dann wo ist Dix? Der miese kleine Verräter. Oder ich glaube Verräter. Oder auch nicht Verräter. Ich hab doch keine Ahnung. Gallum, Gallum. So, warte mal. Mach mal hier sowas. Das ist ein weißer Goblin. Plünderer, aha. So nennt es sich also heute. Meinetwegen. So. Nochmal. Und nochmal. Geht doch. Goblins, sie sind überall. Komme ich da nicht durch? Doch, ich komme da durch. Okay. Oh shit. Das war's für ihn. War schön mit dir. Jetzt soll ich alleine gegen zwei solche Ork-Wächter hier ankämpfen? Ich glaube, es hackt. Und sie halten nicht so das meiste aus, zum Glück. Wirklich zum Glück. Jetzt hätte ich da wesentlich mehr Probleme. Komm, hau drauf. Zack. Okay. Wir können weiter. Die Musik aber auch in dem Spiel, ne? Die ist großartig. Das ganze Spiel schon über. Habe ich noch nicht erwähnt, aber die ist großartig. So. Ja, das ist mein nächster Gegner. Oh shit. Ein bisschen umzingelt bin ich ja dann jetzt schon. Halleluja. Angeschossen werde ich auch noch. Ich glaube, es hackt. Wurde Zeit, dass er auftaucht. So kompliziert nun auch nicht, ne? Wie gut, dass es hier nicht... warte. Einmal ganz kurz. Auf dich hier. Da einmal so was. Dann verbunden mit das hier und dem hier. Und du machst auch irgendwas. Klingt gut. Mach mal. Ja, aber sowas von. Oh, das sieht aber nicht gut aus für unseren Ork hier. Mach du mal, dass du eine kleine Stärkung kriegst. Meinetwegen auch zwei. Oh oh. Nicht gut, nicht gut. Wenn er jetzt Sticks umhaut und ich so wenig Leben hab, nicht gut. Okay. Ach, immer kriegt Six was aufs Maul. Aber hat er jetzt auch nach so einer Aktion so ein bisschen verdient? Außer er erklärt es mir gleich. Habe ich denn jetzt meine Sachen wieder?
Das wäre schön. Aber nein, habe ich nicht. Schade. Okay. Soweit so abartig. Hinten ist eine kleine Burg. Was seid denn ihr? Auch Orks, ne? Orks mit Masken und Gedöns. Oh, hi. Rundumschlag für alle. Selbiges nochmal bitte. Nur da werde ich jetzt nicht so viel treffen können. Okay. Dann machen wir sofort. Zack. Immer drauf. Immer drauf. Ja, noch mehr Goblins. Da kommen sie. Sie kommen. Von überall. So. Mach mal hier eine schöne Attacke. Das klappt dann schon mit den Nachbarn. Selbiges nochmal, bitte. Okay, mach das auf den. Ich überlege, ob ich das hier irgendwie auf eine andere Taste legen sollte, damit ich das schneller erreichen kann, aber ich weiß es nicht. Oh, nö. Och, nö. Die haben gute Waffen. Das ist nicht gut. Okay. Lass auf ihn gehen. Lass draufhauen. Du machst bitte gemeinsame Sache. Und dann, keine Ahnung, Scharfschütze oder so. Ist nicht gut. Geh schon auf den nächsten. So, dann gehst du jetzt auf ihn. Sticks wird das nicht lange überleben, habe ich so das Gefühl. Oh oh. Ja, jetzt erst recht nicht. Wer lasst den Mist? So. Oh, ein bisschen knapp. Freunde, die Reihe hat einen neuen Sieger. Lange her, dass jemand das geschafft hat, Blutkiefer. Gratulation, du bist wahrhaft ein außergewöhnlicher Krieger. Und dein Goblin ist überraschend, wirklich. Ein wertvoller Verbündeter, denke ich. Sieh, wie dich jeder anhimmelt, Bruder. Hör, wie sie dir zujubeln. Du warst königlich. Gib mir den Schlüssel. Leck mich. Beleidige mich nicht, Verräter. Wir sind keine Brüder. Du lebst gefährlich. Sabber doch rum, Blutkiefer. Ist mir egal. Genieß deinen Moment des Triumphs. Dein Instinkt, deine Stärke, dein falscher Stolz, das sind alles Relikte vergangener Zeiten. Du glaubst, du hilfst uns mit deinem Kampf gegen das Imperium, ha? Aber eigentlich hältst du uns nur auf. Du magst es hier? Wir könnten alle im Turm leben wie echte Bürger. Aber das übersteigt natürlich deinen Horizont. Ich höre euch, meine Freunde. Dieser noble Krieger verdient Nachsicht. Gebt dem Eroberer Zeit zu rasten und stoßt auf den fantastischen Kampf an, den er präsentiert hat. Sei froh, dass ihnen die Vorstellung gefallen hat. Du hast ihren Respekt, aber das letzte Wort habe ich. Ich sah solche wie dich. Willst beweisen, dass du ein unbezwingbarer Ork bist und verbreitest Chaos in meinem Gebiet. Die Masse wird dich nicht immer beschützen. Los in die Waschquartiere mit ihnen.
Das sollte sie zur Ruhe bringen. Na, ich weiß ja nicht. Ich hätte gerne einfach meine Ausrüstung wieder.